Was geht ab, meine werten Freunde? Und willkommen hier in Part Nummer 16 von Guild Wars 2. So, wir haben ein bisschen was Organisatorisches heute zu klären, denn es geht in die letzte Runde quasi. Also nicht ganz, ich werde auch ein paar Sachen wieder ändern und optimieren und wir werden das über das ganze Projekt hin weiter noch machen. Ihr seht schon, ich bin hier ganz woanders, ein Ort, den ihr so gar nicht kennt und den ihr auch aus Zentraltyria nicht kennen werdet, denn das ist eine Gildenhalle. Die kriegt man also nur, wenn man, oder Zugriff hierzu kriegt man nur, wenn man in einer Gilde ist, die diese Halle entsprechend eingenommen hat. Und on top ist das auch noch die Gildenhalle aus End of Dragons, deswegen will ich hier nichts spoilern oder irgendwie zu viel zeigen. Deswegen stehen wir nur hier in einer Ecke und ihr seht nicht allzu viel. Wir fangen mal an mit den Level-Up-Belohnungen. Wir kriegen Briefboten, unsere dritten Spezialisierungsplatz, den wir genau mit 71 kriegen und nicht mit 70. Das ist so asozial. Aber ich hätte ihn vorher eh nicht benutzt, also nicht vor dem Level 80er Ding. Wir kriegen nochmal ein Set an Equipment, Zugriff zu Weltbossen, die man auch vorher schon machen kann. Ich weiß gar nicht, ob man dafür dann Belohnung bekommt oder nicht. Ein bisschen Items. Was zum Aussuchen. Wir nehmen die Pilzpizzas. Schmaus ist Bufffood. Was wir hier nehmen, ist mir egal. Habe ich irgendeinen Skin nicht? Ne, wir haben alles. Dann nehmen wir einfach random irgendwas. Dann haben wir jetzt noch Ara als die Zierde der Wogen als Verlies freigeschalten. Dann habe ich nicht gesehen, was das gerade eben war für eins. Natürlich jetzt ärgerlich. Die Lichrunen sind eigentlich gut. Wir nehmen mal die vom Balthasar. Auch die werden wir eh nicht benutzen. Schmelztiegel der Ewigkeit. Ah, so. Okay, man kriegt zwei verschiedene Sachen. Einmal das, aufgestiegene Ausrüstung. Und na, das ist Level 80. Hey, du hast das Spiel durchgespielt. So, Elite-Spezialisierung, Fraktale der Nebel, Welt gegen Welt, Spieler gegen Spieler. Fraktale der Nebel kann man übrigens auch schon vorher rein. Man wird auf Level 80 hochskaliert. Lebendige Welt und Schlachtzüge. Damit kriegt man dann quasi den ganzen Endgame-Content freigeschalten. Fraktale sind an sich auch Endgame-Content. Man kann auch vorher rein. Man wird dann, egal von welchem Level man auch immer gerade ist, auf Level 80 hochskaliert. Der Nachteil dabei ist, man hat leider nicht das Equipment, die Skills und die Ahnung von Leuten, die Level 80 bereits erreicht haben. Ja, und man kriegt auch keine weiteren Elite-Spezialisierungen oder Spezialisierungen an sich freigeschalten. Also ihr geht da mit dem Zeug rein, was ihr habt. Ist also quasi nicht optimal, kann man aber trotzdem schon mal machen. Aber ja, dann braucht man halt Leute, die es halt können, die einen dann durchziehen. Würde empfehlen, bis Level 80 damit zu warten. So, aber wir haben hier Stuff. Einmal lagern hier. Das wird einmal wieder verwertet. Mit dem guten Kit. Ist mir auch echt egal, was und ob da was Gutes bei rauskommt. Kann man die verkaufen? Ist die was wert? Kauft die überhaupt irgendwer? Oh ja, 6 Silber nehme ich. So, einlagern. Den Kram können wir noch benutzen. Ja, Bufffood habe ich ja bis jetzt super benutzt. So nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich vergesse es einfach meistens. So, der Grund, und warum wir jetzt eigentlich hier sind. Ja, ihr seht im Hintergrund diese Jadebot-Werkbank. Jadebot ist ein Feature, welches man in End of Dragons dazu bekommt im Laufe der Story. Und das Ganze gibt uns einfach nur Bonis on top. Es gibt keine Nachteile, es gibt nur einfach passive Vorteile. Und wenn ich hier mal kurz das Ding anklicke, sehen wir hier den süßen kleinen Jadebot, für den es mittlerweile übrigens einen Skin gibt. Zwei? Der ist neu, den kenne ich noch nicht. Den hier kannte ich schon, den Kuschelkatzen. Sind absolut überteuert und unnötig, weil ihr das Ding ungefähr 5 Sekunden pro Stunde seht, Maximum. Also das sind, glaube ich, die unnötigsten Skins im ganzen Spiel. Soweit, wie ich das jetzt spontan sagen könnte. Anyways, ich habe mir hier einen Jadebot-Kern Stufe 10 besorgt. Der ist relativ teuer. In der Herstellung nicht ganz so teuer tatsächlich. Aber wenn man ihn kaufen würde. Der gibt uns einfach nur 235 Vitalität passiv dazu. Und sorgt dafür, dass wir Sensorchips
Service-Chips und Sensor-Matrix benutzen können. Ja, das Ding muss man also ausrüsten, damit der Jadebot überhaupt funktioniert oder funktionieren kann. Gibt uns außerdem noch, aufgrund dessen, dass wir halt entsprechende Beherrschungen haben, ein Rettungsprotokoll. Wenn wir also down gehen, kann uns das Ding einfach wiederbeleben und wir brauchen keinen anderen Spieler dafür. Dann, Sensormatrix sind passive Sachen. In dem Fall habe ich hier Machttrophäen dabei, Plünderprotokoll. Wir haben also eine Chance, dass bei jedem besiegten Gegner random ein Item für uns spawnt. Das ist so ein Sack, was man halt dann aufmachen kann. Und die geben halt bestimmte Items, die da drin vorkommen können. Wenn wir sowas droppen, zeige ich euch das mal. Und dann habe ich hier noch den Jade-Assistenten für Gleitschub. Den finde ich aktuell am praktischsten. Der erhöht einfach, also wir haben passiv die Fähigkeit, einen Aufwind gleiten zu machen. Das ist das hier unten auf der 6. Ja, guckt nicht zu sehr hin. Das hier unten auf der 6. Bei mir ist es Shift 1. Was uns nochmal einen Boost nach oben gibt, wenn wir gleiten. So. Und dieser Aufwindgleit-Sensor-Chip sorgt dafür, dass dieser Aufwind noch stärker ist als sonst. Ja, also wir kommen damit wesentlich höher. So, das war also das. Das war Stufe Nummer 1. Dann haben wir hier unser Equipment. Ich mach das jetzt mal ganz unspektakulär und leg das Zeug einfach an. Main wollte ich, glaube ich, mit Fokus spielen. Nee, Main wollte ich mit... Doch, ich... Na, wir müssen es mal ausprobieren. Den Kram lassen wir da jetzt erstmal. Ich habe mich hierfür entschieden. Wir können theoretisch auch dann jetzt den Helm wieder ansetzen. Und haben hier... ich habe mich für dieses Equipment entschieden. Ich habe nicht so viel Zeug an Auswahlmöglichkeiten. Deswegen habe ich das genommen, was ich am coolsten fand. Dann können wir noch Legendaries anlegen. Kann ich auch doppelklicken. Und dann können wir mal gucken, dass wir hierfür noch was kriegen. Okay, das ist auf jeden Fall wesentlich stärker schon mal als das, was wir drin haben. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch einen Ring her oder so. Mal gucken. Weil ich habe aktuell noch nicht die Möglichkeit, leider, mich darum zu kümmern, das zu bekommen. Ja, das fehlt uns leider noch. Also mir leider noch. Aber ich arbeite dran. Es dauert halt nur noch eine Zeit. Ich kann es leider nicht noch mehr beschleunigen, als ich es ohnehin schon mache. Ich laufe ja schon jede Woche Raids, aber noch schneller kriege ich es halt einfach nicht hin. Und wir ändern unser ganzes Equipment jetzt noch auf folgendes, und zwar Viperhaft. Denn ich habe mit dem neuen Equipment, was wir jetzt angelegt haben, Viperhafte Stats drauf und wir gehen jetzt auf Zustandsschaden, weil ich den sinnvoller finde. Das war 2 übertragene Zustände und das war Zustände, Segen vom Gegner. Ach, umwandeln sogar. Ah, wir entfernen die Segen dann nicht, wir wandeln die einfach gleich um. Okay, ja, nee, ich will erstmal trotzdem mit dem Fokus spielen. Weil ich mir noch nicht ganz sicher bin. Wir können jetzt auch endlich unsere Elite-Spezialisierung machen und ich gehe die jetzt auch einfach straight up durch. Wir nehmen einfach alles, was unten ist und gut ist. Das erhöht unseren Zustandsschaden. Dann müssen wir Bosheit noch ändern auf... wo bist du? Flüche? Jetzt muss ich mal schauen, was da das Gute war. Ich glaube, das war oben. Dann... Verderbnisfähigkeiten, verringerte Wiederauflösung für so zusätzliche Zustände war, glaube ich, gut. Das war, glaube ich, auch oben, unten. Beziehungsweise wir nehmen in der Mitte für Survivability. Von euch eingeflößte Furcht fügt jede Sekunde Schaden zu. Schleier 2 wandelt nun zusätzlich Segen in Zustände um. Also eigentlich das hier. Das Problem ist nur, wir benutzen nur eine einzige davon. Weil ich mein Bild ein bisschen anders aufbauen werde. Und wir nehmen hier die Mitte. Normalerweise nimmt man hier unten... Weil erhöhter Zustandsschaden, Sachen, hier erhöhte Dauer und verstärkt Zepterfähigkeiten. Normalerweise führt man auch in der Sekundärhand noch ein Zepter mit und Kriegshorn, glaube ich, eigentlich. Ich nehme aber das hier, denn jeder Zustandsschaden, den wir machen, heilt uns um einen Prozentsatz. Und zwar 5% von dem, was wir an Zustandsschaden machen. Das heißt also, wir überleben wesentlich länger. So, hier unten ist halt einfach alles nur erhöht Schaden durch Zustände. Erhöhte Fachkenntnis von Vitalität und verringerte Wiederaufladezeiten und Zustandsschaden.
So, das ist quasi alles nur auf Zustandsschaden ausgelegt. Haben wir das. Dann, das hier ist richtig. Hier hätte ich gerne den Brunnen der Dunkelheit, denn der... nee. Ist nicht richtig. Verbündet wirkende Zustände in Segen um. Das ist es hier, genau. Den hier wollte ich haben. Den Brunnen der Kraft. Der Zielbereich, der Brunnen, der im Zielbereich posiert, verwandelt auf Verbündete wirkende Zustände in Segen und gewährt Macht. Die Macht ist uns eher irrelevant, weil wir die sowieso passiv generieren. Ah, nee, warte mal, stimmt, passiv generieren wir die jetzt gar nicht mehr. Stimmt. Ja, dann ist die Macht sogar sehr, sehr gut. Wir gehen mit zwei weiteren Tränken rein. Trank der Pein. Und Trank des Risikos. Ich überlege gerade, welcher von euch beiden war der wichtige. Der hier. War, glaube ich, der wichtige des Risikos. Dann nehmen wir erst Pein und dann Risiko. Und als letzte Fähigkeit nehmen wir Seuchenlande mit. Das ist einfach nur ein Feld, was die ganze Zeit Zustände pulst. Ihr seht ja diese Riesenliste da dran. Das macht halt alles diese Fähigkeit. So. Das müsste jetzt unser... Ach nee, warte mal, das hier noch. Genau, Doomfeuer. Unsere Auto-Attacks machen jetzt noch zusätzlich brennen, wenn wir im Schleier sind. So, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Haben fast voll wieberhafte Ausrüstung. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Ring. Der kommt aber noch, bevor wir Lebendige Welt Staffel 1 anfangen. Soweit schaffe ich das auf jeden Fall. Könnt ihr mal kurz gucken, was fehlt mir denn noch? Mir fehlen 49 legendäre Einsichten. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht so aus, als wären das jetzt noch nächste und übernächste Woche. Dann müsste ich damit durch sein. Wenn alles gut läuft. So, dann haben wir das auch. Ja, hier habe ich legendäres Equipment, ist halt ganz besonders. Das, was ich vorhin gemacht habe, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Wenn man hier ein Häkchen reinsetzt, heißt das, wähle alle legendären Sachen genau so aus. Also wir haben hier die Werteauswahl für Viperhaft drin. Wenn ich das mache, wählt er das halt für alles Legendäre, was ich hier ausgerüstet habe, aus. Und für den Fall, dass ich eine legendäre Rüstung hätte, was ich bei dem Charakter jetzt nicht habe, könnt mir da das Gleiche machen. Indem wir halt dann bei Ändern auch hier ein Häkchen reinmachen und dann ist die komplette Rüstung auch mit denselben Werten. Das geht also auch. So. Dann ist das jetzt erstmal unser Equipment. Wir werden jetzt noch eine Story-Mission spielen. Und damit wird der Part heute jetzt, der hier jetzt noch ein bisschen länger und ich werde auch auf das Feedback eingehen. Entsprechend, die folgenden Parts Gegner, werden jetzt alle zwischen 15 und 20 Minuten lang. Ich gucke, ne, also mal ein paar Minuten länger, mal ein paar Minuten kürzer, je nachdem, wie es sich halt gerade ergibt. Ziel ist es, dass wir quasi immer so circa zwei Missionen oder Missionsabschnitte oder so, je nachdem, ne, wenn eine lange Mission an drei Orten spielt, dann gucken wir, dass wir das halt so irgendwie hinkriegen, dass das halbwegs gut über die Bühne gebracht wird. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, Ad Infinitum zu ändern. Nehmt die Vorräte, White Man. Wird ganz leicht. Wie konnte ich nur darauf hereinfallen? Ihr Menschen seid nur am Jammern. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Wir stehen fast vor Ort. Hattet ihr einen Erholungsurlaub erwartet? Nehmen wir den Banner erstmal. Das hatte ich nicht bedacht. Als Gleitschirm habe ich ja Ad Infinitum ohnehin schon drin. Es sind einfach so viele feindliche Kreaturen hier. Wir hätten eine größere Eskorte gebraucht. Oh, so, wir können auch, jetzt macht übrigens auch das Sinn, dass meine Tiere umgefärbt sind. Wir können halt hier jetzt zu Traheane gehen und schauen mal, was los ist. Zu lang hat Tyria gelitten. Wir versammeln uns nun mit neuem Willen. Saltans Diener bestürmen unsere Heimat. Es ist Zeit, die Schlacht nach Ort zu tragen. Eine Flut wird über Ara hereinbrechen und die Verderbnis fortspülen. Gemeinsam werden wir siegen. Lasst Schiffe segeln. Lasst Truppen marschieren. Lasst uns siegen. Schön gesagt, Traherne. Auf jeden Fall.
Ihr seid ein Anführer geworden, Marshall. Wenn wir diesen Schwung nur halten können, dann haben wir eine Chance. Vielen Dank. Möge euch das Glück hold sein. Freut mich, euch zu sehen. Fangen wir mit. Ich möchte über Syrah, Tons Witwe, sprechen. Ich hörte, sie sei untröstlich. Die Trauer tut uns Schreckliches an. Aber es ist Krieg. Und Krieg schafft Trauer. Ton trat freiwillig bei. Er wusste um die Gefahren seines Berufs. Er kannte die Risiken und akzeptierte sie. Syrah mag euch niemals vergeben. Oder mir. Aber sie wird erkennen, Tons Opfer rettete Tausende. Vielleicht Millionen Leben. Er wollte als Held sterben. Und man wird sich immer an die Helden erinnern und sie ehren. Willkommen, Kommandeur. Hier ist jemand, den ihr treffen solltet. Ich überlege auch gerade, ob das vielleicht eine ganz gute Idee ist, halt einfach bei solchen Passagen, wo wirklich nur gesprochen wird, gegebenenfalls halt entsprechend auch einfach mal die Hand auszustellen. Ich finde das eigentlich ganz geil. Die Besucherin ist problematisch. Es braucht Diskretion. Man kann halt nur nicht mehr mitlesen. Ihr könnt euch zu erkennen geben. Grüße, Marshall Trevor. Wie erbeten komme ich, um meinen Eid einzulösen? Sehr gut. Sprechen wir mit dem Kommandeur und geben euch einen Auftrag. Ah, okay. Dafür geht es dann doch nicht mehr. So, hier. Das ist aber ganz cool eigentlich. Kommt aber nicht so häufig vor. Danke für eure Geduld, Kommandeur. Erlaubt mir, euch die verehrte Sai al-Rashid vorzustellen. Im Namen des Bundes der Tethyos-Häuser grüße ich euch, Freund meines Freundes. Es ist mir eine Ehre, Sai. Ich hörte, dass euer Volk nicht oft Landbewohner trifft. Ihr sprecht wahr. Ich schulde Treherne schon lange etwas. Nun hat er mich endlich gerufen, meinen Schwur einzulösen. Späher haben in Orr einen sechsten Tempel entdeckt. Den verlorenen Schrein eines gefallenen Gottes. Verborgen unter den Fluten der Straße der Verwünschung. Abaddon, der Menschengott der Geheimnisse, wurde von den anderen Göttern aus Ara verbannt. Sein Name aus den Annalen getilgt. Kaum etwas von ihm blieb. Saltan begehrt etwas aus diesem Tempel. Also müssen wir ihm zuvorkommen. Sae wird euch als Führerin begleiten. Sagt mir, Kommandeur, könnt ihr kämpfen? Ist euer Eid aus Stahl? Ihr braucht all euer Geschick, wenn ihr mit mir reist. Ich traf noch nichts, dem ich nicht gewachsen war. Interessant. Ich freue mich darauf, Kommandeur. Mögen eure Schritte bis dahin gnadenlos sein. Yes. So, ich glaube, wir können jetzt direkt loslegen. Nur als Intro, was jetzt beim nächsten Part kommt. Das war jetzt hier mehr so ein Info-Ding. Ich werde noch mal ganz kurz mit euch rausgehen. Und wir lesen noch den Brief von Soldier. Ich bin mir sicher, dass der Brief von Soldier ist. Und, habe ich recht? Ah, es ist von Soldier! Yeah, let's go! Also, Soldier, Informationsaustausch. Kommandeur, ich habe vom Verlust eures Freundes Sprengmeister Ton gehört. Ich kannte ihn zwar nicht, aber ihr wäre sicher gut mit ihm ausgekommen. Leute, die gerne Sachen in die Luft jagen, sind meistens unterhaltsame Gesprächspartner. Lasst euch den Rest des Krieges von seinem Tode nicht verderben und macht weiter so. Ich glaube, er plant etwas, um die Wogen zwischen ihr und mit mir oder mir und dem Rest der Klinge des Schicksals zu glätten. Entschuldigung, das war ein komplexer Satz. Vielleicht schaue ich mir ja an, was sie vorhat. Nur um mal wieder ausgiebig zu lachen. Ich lasse euch wissen, wie es läuft. Bis dahin, Soldier. Ja, die Klinge des Schicksals muss ja auch mal wieder irgendwann vereint sein. Das ist ja aktuell ein Problem. Ja, was ich weiterhin geplant habe, also die nächste Mission spielen wir nicht, weil dann wären wir jetzt bei 35, 40 Minuten. Die geht wirklich ein bisschen länger. Ich weiß nämlich, was das ist. Ich würde jetzt auch sagen, ich mache die Parts vollständig. Also sprich, ich fange an, euch zu begrüßen. Wir spielen. Und wenn ich merke, okay, jetzt ist ein guter Punkt gekommen, beenden wir den Part. Dann beende ich die Part jetzt mit euch. Und so, dass wir halt beim nächsten Mal dann direkt in den nächsten Part starten und so weiter und so fort. Das wäre jetzt so meine Idee. Ja, der Part war jetzt halt sehr viel Gedöns zu machen.
und ziemlich wenig, naja, alles andere. Ist halt so ein kleiner Intro-Part, um euch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal legen wir los mit geballter, spannender Action. Und keine Sorge, der nächste Part kommt sehr zeitnah nach dem hier. Ich werde keinen Tag dafür warten, macht euch keine Sorgen. Nur damit das halt besser aufgeteilt ist. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne... zum Kampf, Kleiner? Ich habe Schlimmeres erlebt. Echt? Großer. Ich hätte gedacht, die Untoten gehen hirnloser vor. Ziellos und herumirrend. Der Drache lenkt sie. Kannst kaum erwarten. Also die gehen mir echt auf den Keks. Das ist... NPCs sind ja teilweise schrecklich. Egal. So. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir können das eigentlich auch so mal machen. So. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, falls ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir in die Tiefen des Meeres abstürzen. Bis dahin. Peace out, Raccoon Style Play. Ciao.